Moin, ihr Gamer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Ich bin DDGX, der Durchschnittsgamer. Und das hier ist, ich will gar nicht wissen, das wievielte Mal das ist. Also, Fakt ist, ich habe die Stelle geschafft und Preps hat er nicht aufgenommen. Dann habe ich nochmal hingespielt zu der Stelle, was schwierig war, denn ich hatte einen Speicherpunkt, der nicht allzu, ja, nah dran war. Das heißt, ich musste in einem ganz anderen Kapitel wieder anfangen. Hab dann diese Stelle nochmal aufgenommen und hinterher festgestellt, dass Audacity nicht aufgenommen hat. Dann habe ich das nochmal gestartet. Von diesem Standpunkt aus. Hab erzählt, dass Audacity nicht gestartet ist. Hab dann gemerkt, Moment, ich habe Audacity wieder nicht gestartet. Ja, es ist Freitagabend und die Woche war hart. Und offensichtlich hat mein Gehirn, Meg. anders als ich dachte, Yeah, I think that's the last of them. noch nicht wieder angefangen zu funktionieren. Well, this is a hotel. Now we just have to find a way up. Aber ich glaube jetzt, ich werde das nochmal kurz prüfen, ob Fraps jetzt auch aufnimmt. Ja, jetzt ist alles gut. Jetzt läuft der Karren wieder. Ich werde hier trotzdem nochmal ganz kurz abspeichern, für den Fall, dass ich hier wieder anfangen muss. Was hoffentlich nicht passiert. Aber man kann sich nie sicher sein. Hey. What? Over here. Come and check this out. There's a fire escape. Nee, du kannst jetzt mal eben warten. Ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet. Und jetzt bist du mal dran. Außerdem will ich nicht zu nah an dir dran sein. Denn du hast Ohrgeruch. So. Ich kann dich auch nicht ansammeln, dann bin ich wohl gut bedient jetzt. Yay! So, einen flüchtigen Blick auf die Uhr riskieren, wobei, nee, ich weiß sowieso schon, wo ich aufhöre. You got it. Okay. You got it? Yep. Also schöne Zeitlupe behoben. Come on up. So, gib mal ein bisschen Gummi da jetzt. Alright. Looks clear so far. Is there another way in? Not from here. Wenn man sich mal wieder nicht so debil anstellen würde. So. Nee. Resourceful? Naja. Oh. Das hat irgendwie jetzt. Das war jetzt nicht so der Bringer. Nein, du sollst da nicht rumgehen. Toll, das ist ja erst. Erst habe ich über zu wenig Freiheit geredet und dann ist es mir doch wieder zu viel, was er hier macht. Alright, I'm in. Aha. Hier sieht es viel zu beunruhigend ruhig aus. Aha. Da seid ihr doch. Oh, crap. So, erstmal eine Handgranate hin. Jetzt guck doch mal. Der überlebt ja ganz glatt die Handgranate ohne Probleme. Als wäre es nix. Und der andere Typ? Oh, ja, dann hüber. Anderen hat es dahin gerafft, wie es sich für einen aufrechten Krieger gehört. Durch Handgranaten hat man zu sterben. Das steht so auch im Buch. Gleich unter bei Erreichen der Baumspitze ist mit den Kletterbewegungen aufzuhören. Oh, that was unpleasant. You must have hit a generator. Give me a hand. Just a little more. Nate, move. It's no good. I'm gonna have to fix the power to get you out. You gonna be okay? Yeah, I wish I'd brought something to read. Looks like the circuit breaker's on the top floor. Just sit tight, I'll take care of it. Aha. Da ist sie eingesperrt. Power's out and a girl's trapped. I swear to God, if there's a zombie around the next corner. Guter Kommentar. Klassisches Szenario. Und Rapper. Und da fliegen die Täubchen weg.
Ja, danke sehr. Ja, ich weiß gerade auch nichts Spannendes zu sagen. Ist ja auch... Muss auch mal so gehen, vor allem, weil ich diese Stelle schon kommentiert habe einmal. Das eine Mal habe ich die ganze Stelle gespielt und sie wurde von Flaps nicht aufgenommen. Ja. Kann man sich auch nicht immer wieder was Neues ausdenken. Muss man auch mal sagen, so. Genug geredet. Aber auch mal die Schnauze halten. So, was passiert jetzt? Kommst du hier rein? Ja, du kommst hier direkt her. Du kommst auch nah ran. Das ist ja auch so, schade. Dann fügt eben noch eine. Hat's. Hoffentlich hat's euch erwischt. Keine Chance. Keine Chance gegen Nathan Drake. Da schwingt er einmal beherzt hin und her. Oh, schön. Großkaliber. Die mag ich doch am liebsten. Wo schießt du denn hin, sag mal? Und wo guckst du hin? Och, toll. Du hast mich dazu gebracht... Na, ja, dann eben in die Kronjuwelen. Moment. So. Gehen wir mal hier lang. Ups. Schatz. So. Hat's. Einmal für dich. War's das schon? Oh. Ach, Gegner sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Oder? Aber... Nein! Ah! Ärgerlich! So. Oh, ist das nicht schön. Was für ein Ausblick. Das würde ich mir auch gefallen lassen. Hier auf diesem... Ich würde mir ein Baumhaus bauen. Hier auf genau dieser Säule. Und jeden Tag einmal runtergucken. In diese herrliche Stadt auf dem Höhepunkt der Zivilisation. Die Krone der Architektur. Die Küche könnten sie nochmal renovieren hier. Aber sonst sehe ich eigentlich kein Problem, warum man dieses Hotelzimmer nicht vermieten könnte. Parts, Parts, Parts und ausweichen und Parts. Ja, die nehmen wir mit. Stress uns nicht. Hm. Oh, welch ein Zufall. Es liegt auf dem einzigen Weg, den man nehmen kann. Spannend. War's das schon? Bing. Oh God. Almost there. Come on. Na, hoch mit dir. Naja, es gibt nichts, was man daran nicht mögen kann. Im Gegensatz zu deiner Stimme und deinen Augen ist dein Hintern völlig einwandfrei. Ich glaube, der meiste Programmieraufwand ging in den Hintern. Der ganze Charakter und die Frau drumherum haben sie dann später irgendwann mal konzipiert, nachdem der Hintern gemacht war. Sozusagen als Gewebe um den Hintern herum. Das ist ganz schön. Ganz schön chauvinistisch, ne? Weißt du, das ist ja nicht bei allen Frauen so. Ich gehe davon aus, dass es bei ihr so ist.
komm. Ja, da haben sie definitiv mehr Zeit investiert als in den Rest. So, und schwimmen gehen. Hey, check it out. Marco. Really? Come on. No. Marco. Na los, gib mir Polo auch noch. Jawohl. Fish out of water. Ja, er ist ein bisschen jung geblieben, ist doch schön. Das ist toll, wenn man sich ein bisschen jugendlichen Leichtsinn erhält. Das ist doch wirklich schön gemacht hier. Sehr schöner Blick über die Stadt. Sehr schön. Jetzt leckt es ein bisschen, aber... Okay, this way. Woher weißt du das schon wieder? Ja, that's usually how it goes. Und jetzt sind wir ganz oben. Herrlich! Die Aussicht! Ich will die Aussicht genießen. Oh, ich wollte die Aussicht genießen! Well, here we are. Now we just gotta find the right temple. Well, that may be easier said than done. No, tell me about it. Maybe we can... Oh, bingo. There it is. That's the one. Yeah, it's gotta be. The one in the middle of all the gunfire and explosions. Lucky us. Nate, that's right where Lazarevich is camped. I was hoping we'd be headed in the opposite direction. Well, desperate times, right? Drake has been spotted in Sector 18. Oh, crap. Any chance this is Sector 19? Sweep the city, find him, and take him out. Son of a bitch. Time to go. Come on, Nate, let's get moving. Nee, machen wir nicht. Sondern wir machen hier einen kurzen Break. Ich weiß gar nicht, wie lang das Video geworden ist. Ich glaube nicht so lang. Aber ich möchte jetzt gerne den Account wieder wechseln, denn das hier spiele ich mit einem anderen PlayStation-Account. Und ich möchte ganz gerne mit meinem DDGX-Account weiterspielen, wo die ganzen Trophäen und sowas noch nicht erlangt wurden. Einfach nur aus Prinzip. Weil ich Prinzipienreiter bin. Und weil mir sonst vielleicht eines Tages jemand sagt, ich hätte das alles mit dem falschen Account gespielt und deswegen würde das alles nicht gelten. Ne? Es giltet nicht. Das sagt man ja auch später noch, wenn man alt ist. Naja, jedenfalls muss ich jetzt noch ein bisschen umbauen und alles Mögliche. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Teil von Uncharted 2 Among Thieves. Bis dahin, sauber bleiben und die DGX out.